ihr jetzt wieder bei eurem Edge Play. Heute erkläre ich euch, wie die Seefelder funktionieren, da hier auch immer wieder Fragen auftauchen. Wie funktioniert das jetzt mit den Seefeldern? Ein Spieler, der an der Reihe ist, beordert seine Einheiten wie üblich in Gebiete, die er bereits besetzt hat, nach den üblichen Regeln. Wichtig ist jetzt hier, dass ein Ankersymbol in diesem Gebiet vorhanden ist. Über dieses Ankersymbol kann er eben dann in ein Seefeld ziehen. In der Bewegungsphase tut er das dann auch und bringt hier Einheiten in das Seefeld. Wichtig jetzt, maximal 5 Einheiten pro Spieler dürfen in diesem Seefeld stehen. Hat der Spieler seine Einheiten in das Seefeld bewegt, ist der Spielzug erstmal für diese Runde vorbei. Natürlich kann jetzt auch ein weiterer Spieler hier Einheiten in seine Gebiete beordern, die ein Ankersymbol haben und auch in seiner Bewegungsphase hier in das Seefeld ziehen. Natürlich darf auch er nur maximal 5 Einheiten in das Seefeld bewegen. Auch für diese Einheiten ist diese Spielrunde dann vorerst vorbei. Kommt es auch noch ein dritter Spieler, der hier Einheiten aus seinem Basecamp in seine Länder beordert, die wiederum einen Anker, ein Ankersymbol haben, und zieht diese ebenfalls in das Seefeld, gelten für natürlich dieselben Regeln, maximal 5 Einheiten dürfen im Seefeld stehen und der Spielzug ist vorerst vorbei. Der Spieler, der zuerst hier Einheiten in dem Seefeld hatte, in dem Fall der blaue Spieler, wäre hier der Erste, der dann agieren kann. Er hat jetzt 2 Möglichkeiten hier im Seefeld Dinge auszuführen. Zum einen, er kann hier sagen, okay, ich will hier nicht kämpfen und ziehe hier vorbei in eben angrenzende Länder und greife diese an nach den üblichen Regeln. Die zweite Möglichkeit ist, er wählt einen der Gegner im Seefeld und führt den Kampf direkt im Seefeld aus. Passiert genauso nach den üblichen Regeln mit den Würfeln. Es wird eben so lange gewürfelt, bis ein Spieler keine Einheiten mehr im Seefeld hat. Hat nun ein Spieler alle Einheiten in einem Seefeld verloren, kommt es zu keiner Produktionspunkteveränderung. Die Zahl 5, die hier steht, ist lediglich der Hinweis, dass hier maximal 5 Einheiten pro Spieler im Seefeld stehen dürfen. Sprich, die Punkte bleiben, wie sie sind. Was ist jetzt noch wichtig bei Seefeld? Natürlich kannst du dich während des Kampfes auch zurückziehen, verlierst ja ganz normal die Hälfte der Einheiten und die Hälfte könntest du in die Dropzone retten. Wichtig auch noch, spielst du UK, hast du natürlich hier deinen Seekampfbonus auch in den Seefeldern.